ich bin's. Carrys Produzent. Was? Okay, der quatscht mich einfach an. Wer ist Carrie? Die Reporterin? Hakim, Carrys Produzent. Ich bin derjenige, der sie in der Dokumentation so umwerfend aussehen lässt. Es gibt allerdings ein Problem. Carrie wurde wegen aufrührerischen Verhaltens verhaftet. Was? Sie sitzt in einer Zelle im Hauptquartier der Miliz. Könnten Sie vielleicht mal bei ihr vorbeischauen? Ein Besuch von Ihnen könnte einiges bewirken. Okay. Vergessen Sie es nicht. Carrie sitzt in einer Zelle der Miliz. Sie würde sich über Ihren Besuch bestimmt freuen. Ach, das ist der Weg eines Helden. Das hatte ich beim Reinkommen hier schon gesehen, aber ich wusste nicht, dass ich die Aufgabe noch hatte. Aber hatte ich anscheinend auch wirklich gar nicht. Dann machen wir das nämlich als erstes. Aber vorher gehen wir noch mal in die Bar. Vielleicht kriegen wir da wieder was umsonst. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Letzte Mal hatte ich aber, glaube ich, schon abgegeben. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken. Hallo. 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 Ach. Ja. Hallo. Er gibt mir nichts mehr. Okay, was mit ihr? Gibt sie mir was? Hallo? Willkommen zurück. Toll. Ja gut, das klappt ja wunderbar. Dann warten wir jetzt bis... Okay. Dann gehen wir mal gucken, wo überhaupt eine Miliz ist. Ah, bestimmt bei Kandros, ne, und seinen Leuten. Das sind auf jeden Fall Gefängnisse. So, hier... Ah, hier sind wirklich die... Hier, den kennt man nicht. Hallo? Oh. Hey, Ryder. Hakim hat mir erzählt, Sie wurden wegen der Dokumentation verhaftet. Ich schätze, ich habe den Löwen ein bisschen zu sehr gereizt. Was? Sie mussten die Wahrheit erzählen, egal wie hoch der Preis dafür auch ist. Sie haben das Richtige getan. Wissen Sie, hier waren noch andere Gefangene. Aufständische. Leute, die geweint haben und Angst hatten. Ich und meine Wahrheit haben ihnen das angetan. Hm. Ja? Eine Dokumentarfilmerin wegen ihrer Arbeit einzusperren, das ist historisch. Leider hat es niemand aufgenommen. Sie haben mir meine Kamera weggenommen, aber ich habe einige Notizen gemacht. Vielleicht kann ich das hier verwenden. Danke, dass Sie hier waren, Ryder. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn sich irgendwas ändert. Okay, jetzt müssen wir schon wieder auf Sie warten. Ey, wir sind immer nur am Warten auf die. Aber gut, wir müssen jetzt mit den Anführern reden. Die sind bestimmt bei Tan. Hallo. Sie warten auf Sie. Sehen Sie sich vor. Klar stimmen Sie zu. Ryder hat Ihre Leute gerettet. Ryder hat unsere Leute gerettet. Ob Sie Salarianer waren, ist unerheblich. Sie waren Bürger der Initiative. Aber es schadet auch nicht, dass es jetzt ein paar Kroganer weniger gibt, oder? Der Pathfinder. Ryder, wir haben gerade über den Ausgang dieser Archon-Sache gesprochen. Ja. Oh, das sagen wir auf jeden Fall. Das war wirklich eine Kacksituation. Cash, ich musste tatsächlich einige Kroganer zurücklassen. Und das tut mir leid. Sie haben bereits viel für uns getan. Was ich von anderen leider nicht sagen kann. Ich muss allerdings fragen, was es uns gebracht hat, den Archondea zu provozieren. Er hatte eine Karte mit der Position von Meridian. Jetzt haben wir sie und nicht viel Zeit, um dorthin zu kommen. Es ist das Kontrollzentrum des Terraforming-Netzwerks. Wenn wir es aktivieren, sind all unsere Probleme gelöst. Woher wissen Sie das? Es ist eine fremde Technologie. Das Gewölbe auf Aya weist darauf hin, dass Meridian der Schlüssel ist. Ich schätze, was Sie für unsere Einsatzteams getan haben, aber für einen Krieg gegen die Cat sind wir zu schwach. Sie werden Meridian mit allem verteidigen, was Sie haben. Naja, aber es stimmt schon irgendwie, ne? Wenn wir nichts tun, kommt es garantiert zu einem Kampf. Der Archon plant bereits, wie er uns dem Aufstieg unterziehen kann. Das wird hässlich. Wir sollten uns auf die Außenposten konzentrieren. Wenn dann die Cat angreifen, sind wir nicht alle am selben Ort. Außerdem ist dann noch die Sache mit Ihrem Sam. Wir sind das Risiko eingegangen, eine KI mit einzubeziehen. Offen gesagt fühle ich mich aber unwohl dabei, wie sehr sie inzwischen einbezogen ist. Ich bin Ihnen dankbar, Ryder, aber ich kann Ihren Plan nicht unterstützen. Ich schon. Genau wie ich. Ich stimme zu. Ryder verdient die Chance, es zu versuchen. Ich begrüße Ihre Geschlossenheit, aber Sie unterstehen mir. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Ja, was für ein Arschloch. Was ist los, Tan?
Angst, jemand könnte sie in den Schatten stellen? Wir sind nicht die Pathfinder-Initiative. Die Befehlskette besteht nicht ohne Grund. Das wäre dann alles. Ich hätte es wissen müssen. Und ich habe nicht mal einen Plan B. Es gibt vielleicht einen Weg. Verzeihung, Pathfinder. Ich habe eine dringende Nachricht für Sie. Ihre Schwester ist aufgewacht. Was? Gehen Sie. Wir unterhalten uns später. Im Tech-Labor. Sarah. Hey, Brüderchen. Komm schon her. Mann, es tut so gut, dich zu sehen. Es tut gut, überhaupt was zu sehen. Ich meine, die sieht so albern aus. Ja, ich habe auch schon gar nicht mehr mit gerechnet, dass da überhaupt noch mal was passiert. Doch, die musste ich ja auch irgendwie einstellen, ne? Ich weiß gar nicht, warum die so asiatisch aussieht. Da ist jetzt die Frage, ob wir wirklich verwandt sind. So, ihr stand wahrscheinlich da wirklich. Ich auch. Bei deinem Zustand konnte niemand sagen, was passieren würde. Zumindest bin ich in einem die Erste. Die erste Frau in Andromeda, die aus dem Koma erwacht. Was hat Dad immer gesagt? Man muss auch die kleinen Siege feiern. Genau. Tut mir leid, dass ich bei seinem Tod nicht da war. Du hättest nichts tun können. Ich war mir nicht mal sicher, ob ich es dir erzählen soll. Er wird mir fehlen. Aber ich weiß auch, was er jetzt gesagt hätte. Komm drüber weg und mach dich an die Arbeit. Oh, davon gibt's reichlich. Hab ich gehört, Mr. Pathfinder. Mhm. Nicht freiwillig. So wie es klingt, wirst du jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst. Langsam. Sie sind keinesfalls diensttauglich, Miss. Ihr Dickschädel braucht Zeit, sich zu erholen. Sagt wer? Sie hat auch die Narbe am Auge. Ist die vielleicht vererbt? Der Pathfinder. Der Pathfinder. Ruh dich erstmal aus. Das ist ein Befehl, Specialist Rider. Oh, jawohl, Sir. Pathfinder, Sir. Oh, vergiss es. Ich war dabei, als du mit 6 deine Popel gegessen hast. Sie können sich gerne noch weiter unterhalten, aber sie bleiben im Bett. Okay. Pathfinder Riggs. Wir hätten da ein paar Ideen wegen Meridian. Kommen Sie so schnell wie möglich ins Tech-Labor. Okay, jetzt müssen wir ins Tech-Labor. Können wir doch mit ihr? Ja, können wir. Ist aber auch langweilig, wenn man hier so rumliegen muss. Dann müssen wir auf Keri warten. Ich glaube, mehr haben wir gar nicht, ne? So, da ist das Tech-Labor. Da waren wir natürlich schon mal drin. Ja, zum Reden. Und immer hören, was die jetzt alle zu sagen haben. Wir denken, wir haben eine Lösung gefunden. Ich höre. Das sind Pläne für eine neue Technologie, die wir Ghost Storm nennen. Wenn Sie sich Meridian nähern, können unsere Schiffe die Signatur der Tempest nachahmen. Die Cat werden nicht wissen, welche die echte ist. Ihre Sensoren werden verrückt spielen und wir können ihre Schiffe weglocken. Das könnte Ihnen ein wenig Zeit verschaffen. Okay. Das klingt, als wäre es noch nie getestet worden. Was, wenn es nicht funktioniert? Sie sind doch clever. Ich bin mir sicher, Ihnen wird schon etwas einfallen. Wir handeln gegen die Initiative und sind auf uns allein gestellt. Sie haben nichts gehört. Was gehört? Wir sind schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Gamma-Diagramme auszuwerten. So ist das nun mal als Pathfinder. Risiken sind Teil des Jobs. Okay. Ja. Na dann, gehen wir's an. Der Archon wird nicht untätig rumsitzen. Sie müssen zuerst die Ghost Storm-Technologie erforschen. Anschließend treffen wir uns dann bei Meridian. Viel Glück! Hauptsächlich, weil Cat-Technologie offenbar mimetisch ist. Sie nutzen Entwicklungen unterschiedlichster Herkunft, um ihre eigenen zu verbessern. Das ist ein bekanntes Muster. Beobachten, unterwerfen, einbinden. Okay. So, aber wir müssen... Ich wollte sowieso noch vorher nach... Ah ja, dann können wir das ja nochmal machen. Darüber. Da kann ich drüber. So. Wir hatten keinen Ärger, Pathfinder. Ja, mal gucken, dann bauen wir das erstmal ein. Da gibt es ja vielleicht keine Probleme bei. So, ich... Aber so wie ich das erwarte...
Okay. Bauen wir das ein? Und da ist direkt irgendeine Action. Irgendein Zeug passiert denn? Da sind sie ja. Ich wollte Sie etwas fragen. Als Sie die Salarianische Arche gefunden haben, war da irgendetwas merkwürdig? Einfach nicht so, wie es sein sollte? Ja, alles. Sie meinen, abgesehen von dem aufgestiegenen Kroganer, den Artefakten und einem Stich in den Nacken? Wieso fragen Sie? Weil wir vor ein paar Stunden das hier erhalten haben. Hallo Ryder. Ich glaube nicht, dass die Kaperung der Salarianischen Arche ein Zufall war. Wenn Sie mehr wissen wollen, treffen wir uns bei diesen Koordinaten. Das ist alles. Denken Sie, das Ganze könnte einfach nur ein schlechter Scherz sein? Definitiv. Wenn ich so darüber nachdenke, erscheint es mir schon ziemlich unwahrscheinlich, dass eine Kettarmada einfach so über die Salarianische Arche stolpert. Zufälle passieren, aber wenn man es so betrachtet? Ich gebe die Koordinaten für dieses Treffen in den Navigationscomputer ein. Es kann vermutlich nicht schaden, der Sache nachzugehen. Okay, da haben wir den nächsten Blödsinnsquest. Machen wir aber auch auf Verwahr. Jetzt wollte ich aber nochmal mit Pibi reden zum 100. Mal, wo sie mir wahrscheinlich dann auch wieder das Gleiche sagt. Ja, zu was auch immer. Okay. Ich mag es, wenn sie mit mir flirten. Ach Mann. Was? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig. Gut. Danke für das Darauf können Sie wetten. So, dann bauen wir jetzt noch dieses Teil ein. Oh, ach nee, dann müssen wir das doch aktivieren. Das wissen wir ja gar nicht, wo das hinkommt. Naja, das tun wir einfach hier, oder was? Computer. Ghoststorm-Technologie ist jetzt vollständig erforscht, Pathfinder. Ausgezeichnet. Dann sind wir bereit für unseren Vorstoß auf Meridian. Ich berufe sofort eine Besprechung ein. Okay. Da... Ach, da oben. Ja, dann machen wir das jetzt nicht. Sondern gehen nach Avar. Nee, ich will aber erstmal weil ich keine Ahnung habe, was das für ein komisches Ding war. Gehen wir jetzt auf Aya mit den Was gab's hier noch? Ja, das war für Kiri. Dann gehen wir jetzt auf Aya erstmal mit Leuten reden. Das will ich ja mal wissen. So, hier, oh, hier sitzt die erste anscheinend. Die Moschall sagte, sie würden sich noch an die Ankunft der Kett erinnern. Ja. Der älteste Freund meines Vaters wurde damals zu Wohls Botschafter bei den Kett ernannt. Als er aufbrach, umarmten sie sich wie Brüder. Alles, was uns die Kett später wieder zurückschickten, war sein Abzeichen. Und eine Holoaufnahme, die ich mir nicht ansehen durfte. Ich war zu jung, um zu begreifen, warum alle dort derart verängstigt waren. Oder warum mein Vater monatelang trauerte. Okay. Krass. Welche Strategie verfolgen Sie? Was? Wieso sollten Sie einen Botschafter töten und dadurch Vergeltungsmaßnahmen riskieren? Sie sagten, es wäre die Rache für Havals Angriff auf ihren Gesandten gewesen. Den Leuten auf Haval erzählten sie dieselbe Geschichte. Nur mit dem Unterschied, dass darin wir die Aggressoren waren. Wir waren so beschäftigt damit, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen, dass wir gespalten waren, als die Kett schließlich angriffen. Dasselbe werden sie auch bei Ihnen versuchen. Seien Sie darauf vorbereitet. Okay, das war ja schon mal ein schlauer Move von denen. So, aber hängen die jetzt den ganzen Tag hier rum, die alten Leute? Ich mit den Kett gemacht habe, um daraus lernen zu können. Auf jeden Fall. Erzählen Sie mir davon. Es war kurz nach Ihrer Ankunft. Ich war auf einem zivilen Shuttle nach Volt, als wir die Nachricht erhielten, der Raumhafen sei abgeriegelt worden. Der Grund waren angeblich Sicherheitsbedenken wegen der Kett. Wir sollten auf einem nahen Mond landen und auf Entwarnung warten. Anstatt zu landen, machte der Captain unseres Shuttles allerdings kehrt. Er sagte, irgendetwas fühle sich falsch an. Später haben wir dann erfahren, dass die Nachricht von den Kett kam, um uns zu isolieren und gefangen zu nehmen. Der Captain hatte uns das Leben gerettet. Wie lümmelt denn der überhaupt da? Was ist denn das? Sieht doch geil aus mit den Füßen. Okay, Sie müssen sehr jung gewesen sein, ja? Sie müssen noch ein Kind gewesen sein, als das passiert ist. Ich war alt genug, um zu begreifen, dass unser Leben nie wieder dasselbe sein würde. Okay.
Jetzt setzt sie sich vernünftig hin. Nee. Okay. Denn mal den letzten. Da müssen wir dann bestimmt auch zu Moshai wieder zurück und dann sagen, yo, wir haben jetzt alles gehört und nu. Und dann sagt sie, na, jetzt hast du alles gehört. Tschüss. Natürlich wieder ein bisschen komisch, denn ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass sie mir überhaupt sowas gesagt hat, dass ich das machen soll. Die mit alten Leuten reden. So, hallo? Die Moshai meinte, wir sollten uns unterhalten. Sie hat mir erzählt, sie würden sich noch an die Ankunft der Cat erinnern. Das ist richtig. Einer von ihnen kam in unsere Stadt auf Haval, um uns großzügige Geschenke anzubieten. Wir säumten die Straßen, um zuzusehen, wie das Alien sie gemeinsam mit unserem Botschafter entlangschritt. Als es an uns vorbeikam, blieb es stehen und kniete sich vor mir hin. Ich träume noch heute davon, was es damals sagte. Du, junger Mann, bist für Großes bestimmt. Okay. Die Cat haben ihr Volk mit vermeintlicher Freundschaft geködert. Ja, und es hat funktioniert. Ein Monat später verschwand unser Rat und unsere Stadt stürzte ins Chaos. Als die Cat das nächste Mal zu uns kam, wollten sie uns erobern, als wir am schwächsten waren. Sie sind gerissen. Sie wissen, was sie sich wünschen und bieten es ihnen an. Seien Sie vorsichtig. Oh, Level auf. Was hatte ich denn jetzt gerade im Kopf? Zwei Sachen. Erste, wie lange ist sie hier bitte ein Monat? Weiß man das? Das weiß man doch gar nicht. Warum sagt er das? Ja gut, für den ist ja vielleicht klar, aber wir wissen noch gar nicht, was ein Monat bei denen ist. Die zweite Sache, die Cat haben uns ja schon ein Angebot gemacht, ne? Vielleicht ist das ja der Trick, mit dem die uns verarschen wollen. Und den haben sie uns, ne? Weil wir jetzt da mitmachen wollen. Du und der Pathfinder, ihr scheint euch nahe zu stehen. Ach ja? Ja, ich schätze seine Hilfe sehr. Ja, ja, ja. Das meinte ich nicht. Hast du keine Scherben zu katalogisieren? So. Hallo, Pathfinder. Ja? Ich nehme an, Sie arbeiten hier. So, wir überspringen mal so ein bisschen. Wieso? Avela ist deutlich jünger als der vorherige Kurator. Sie hat viel... Okay. Ich muss sie hin und wieder daran erinnern, auch mal Pause zu machen. Sie liebt ihre Arbeit mehr als gut für sie. Okay, war das jetzt der Hinweis, dass wir mit ihr mal Pause machen gehen? Hallo? Schön, Sie wiederzusehen. Nee, können wir gar nichts machen. Ich sollte jetzt gehen. Kommt Sie bald mal wieder. Gar nicht, ob das... Ja, was war das für ein Geräusch? Weiß auch gar nicht, ob da überhaupt was geht. So, das haben wir jetzt getan. Quests gibt's hier auch nicht mehr. Dann geht jetzt der nächste Weg nach... Havar. So, das passiert allerdings erst in der nächsten Folge. Also dann bis zum nächsten Mal bei Mass Effect Andromeda.